wir hier in der Hümmelgasse und wir möchten euch das Projekt Tanno mit Gehminde vorstellen. Und die Forschungsfrage, die lautet: Ist ein Haus niedrig gebaut oder was steckt dahinter? Wer war denn bei euch schon mal beim Gemini-Haus? Oh, super, Gemini. Wisst ihr, was das da? Zwilling? Hippa, super, Zwilling. Ich bin sogar ein Zwilling. Ja, wunderbar, Zwilling, ja, sehr gut. Gemini-Zwilling, kommt das eigentlich aus dem Italienischen oder dem Lateinischen in der Achsel? Beim Sonnenaufgang. Richtig. Und wie ihr kennt, Photovoltaik ist ein Thema gewesen, aber auch die Wärme, die in das Haus durch die Sonne hereinkommt. Warm, okay? Warm. Warm, warm. Habt ihr da eine Heizung drinnen gehabt? Nein. Nein. Das ist ungefähr 5 kW. Macht es, vergesst nicht, sage ich wieder, aber das ist so viel, dass die Fläche ist so groß, dass sich das Haus selbst mit Strom versorgen kann.